Kinder nicht streiten, ich möchte nur irgendwie ein paar Empfehlungen haben. Ja, dann bitte. Na? Der war ja wohl hier, das war so ein bisschen fanmäßiges Ausrasten und der muss deshalb unbedingt in den Vlog, damit man weiß, dass es den gibt, weil der einfach toll ist. Und außerdem ein super sympathischer Mensch. Ja. Ja. Okay, Buch Nummer 1, Buchempfehlung Nummer 2. Na, natürlich der Cooper. Hätte auch. Buch Nummer 3. Unsere witzigsten Schülerantworten. Die waren einfach der Knaller. Kam so gut an bei den Leuten. Die standen hier und haben drin geblättert und sich die lustigsten Antworten vorgelesen. Wir haben ein Buch vergessen. Mein absolutes Messe-Highlight. Jörn Klara nach Hause gehen, eine Heimatsuche. Jörn Klara wohnt seit 30 Jahren in Berlin, hat da festgestellt, dass das immer noch nicht seine Heimat ist. Und er fragt sich, was ist meine Heimat? Und er läuft kurzerhand dahin, wo er geboren wurde, wo er aufgewachsen ist. Nach Hohenlimburg, das heißt 600 Kilometer durch Deutschland, West und Ost. Und er lernt ganz viele Leute kennen. Mit diesen, wo seid ihr denn? 4 Buchtipps verabschieden wir uns und wünschen viel Spaß beim Lesen. Kauft und wir dieses Buch. Und alle anderen. Und wir hoffen, wir sehen euch in Frankfurt. Tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao. Was verkauft sich denn am besten, kannst du das schon sagen? Die Bücher hier vorne im Regal alle. Also Krimis und so? Genau. Nele okay. Neuhaus, John ja. Lesbo. Steffi, was machst du da? Ich fülle den Fragebogen der Leipziger Buchmesse aus, der sehr differenziert ist. Ach du meine Güte, wie man Güte, hier sowas? Sieht. Also sie wollen alles ganz genau wissen, wie es uns gefallen hat. Und du füllst es auch ganz genau aus? Ja genau, mit meiner kleinen Kritzelschrift. Und ich bemühe mich schon, das wirklich fachgerecht auszufüllen, weil ich es für wichtig halte. Die wollen ja auch ein gutes Feedback von uns und bekommen. Und hast du Verbesserungsvorschläge? Gut, mein Wunsch, aber da hat die Messe keinen Einfluss drauf, wäre natürlich, dass die Anzahl der Aussteller sich nicht verringert. Das wäre schon ein Wunsch, wenn ich mir was wünschen könnte. Ja. Da kämpft die Messe ja auch drum, weil ich es für einen... für eine tolle Möglichkeit halte, fürs Buch zu werben und schön finde, wenn da möglichst viele Verlage das auch nutzen. Ja. Sag mal, Carina, du warst gerade bei eurem Lounge-Event von NetGalley. Genau. Was habt ihr denn da Schönes gelauncht? Wir haben NetGalley Deutschland gelauncht, eine Plattform für digitale Leseexemplare, auf der also sich Leser und professionelle Leser und Verlage begegnen und digitale Leseexemplare und Feedback austauschen. Und das gibt es jetzt seit dieser Woche, also seit Montag auch in Deutschland. Und das haben wir gefeiert mit Leuten aus Verlagen, mit Bloggern, Journalisten, Buchhändlern, Bibliothekaren, alle, die sich auf NetGalley bald tümmeln werden. Und was machst du bei NetGalley? Ich bin die Business Development Managerin von NetGalley. Das heißt, ich baue NetGalley in Deutschland auf. Also ich hole sowohl die Verlage an Bord, als auch eben die Leser-Community. Und ich habe auch schon die Seite übersetzt, so wie sie jetzt ist. Und mache einfach den ganzen Prozess hier. Hast du Tauschware? Ja. Ja, das Cover möchte man jetzt nicht kommentieren, aber das ist wohl ein wesentlich besseres Buch als das Cover. Genau, und ich habe ein Autogramm. Von welchem Verlag ist das? Ui, sehr schön. Das ist ein ganz toller Verlag. Wow, ein toller Verlag, der beste Verlag. Na dann, gib mal an. Nein. Nee, die sehen super aus. Ja, doch. Also ein bisschen bleich, aber das ist schön. Okay. Wie war denn gestern Riverboat? Du warst doch mit Miriam Pielhau auf dem Schiff. Ich war gestern auf dem Schiff. Ahoi. Party. Nein. Hallo? Wir waren arbeiten. Ach so. Wir waren bei Riverboat zusammen mit unter anderem Sky DeMore war da. Herr Kerner war zu Gast gewesen. Und Miriam Pielhau, die sehr... Ich bedenke, dass sie erst vor 5 Wochen die Klarheit bekommen hat, dass sie metastasenfrei ist, dann sehr souverän und sehr stark, mutig und ermutigend über ihre Krankheit gesprochen hat. Mein Telefon geht. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer da dran ist. Eine Freundin.
Nicht Sky Dumont. Nicht Sky Dumont. Jedenfalls Miriam Pilau, es war ein starker Auftritt. Es war auch eine sehr gefühlige und gefühlvolle, starke Sendung. Ich habe gerade eben Zoe Hagen bei einem schönen, sehr, sehr schönen Auftritt in der Leseinsel der Jungen Verlage begleitet. Und das ganz Süße war, dass am Schluss, nachdem sie gelesen hat, das war so eine Mega-Crowd da. Und dann, als sie als fertig war, kamen ganz viele her, wollten ein Autogramm von ihr. Und dann kam so ein kleines Mädchen mit einer Nirvana-Shirt, hat Zoe Hagen, die ja auch 94 geboren ist, gesiezt und hat gesagt, ich wollte Ihnen mal sagen, dass Sie so einen schönen Text vorgelesen haben. Und das von so einem kleinen Mädel mit Nirvana-Shirt, irgendwie so vielleicht 13. Das war ganz toll. Das war vielleicht für mich der beste Messemoment bislang. War wirklich schön. Schön. Aber ich dachte mir, in der Mangelung eines Kostümes, weil hier ist ja die Manga Comic Con, habe ich etwas besorgt. Ich habe einen kleinen Messehaul gemacht und habe mir diese Tüten besorgt. Halt mal. Du warst also in Halle 1. Ich war in Halle 1, genau. Keine Ahnung, wie heißen, aber jedenfalls ist es Assassin's Creed. Wundertüte und ich habe einmal Star Wars. Und Assassin's Creed und wir haben Game of Thrones. Du willst bestimmt Game of Thrones. Ich würde sagen, die behalten. Also ich würde gerne Star Wars. Also, okay. Oder? Ja, ich würde lieber Star Wars nehmen. Dann machen wir auf. Guck mal, meine kostet 15 Euro. Das ist 15 Euro dafür? Das ist immer ein bisschen Budget. Du hast die aber jetzt schon umsonst. Das Budget für diese Box ist unglaublich hoch. Was ist es? Es ist... Tada! Eine Star Wars. Zeig das mal. Ist ja cool. Das ist ja auch echt ganz schön cool. Das ist aber auf der Seite erst. Aber hier war noch was. Hier war noch was. Warte. Kommt noch was. Wow. Ich habe noch einen Star Wars-Button. Ein Star Wars-Button, okay. Ja, okay. Aber ich finde, also. Ja? Ich glaube, ich würde das dem Theo schenken. Ja. Dann schenkt es dem Theo. Ja, der Theo ist 11 und. Sohn. Und ich mein Sohn und finde Star Wars, glaube ich, ganz okay. So. Alles klar, das nächste. Assassin's Creed. Weißt du, was das ist? Das ist ein Computergame. So. Spielst du Computerspiele? Nee, aber ich guck zu, wenn andere Leute Computergame. Nein, du guckst Gronkh. Du bist ein Gronkh-Fan? Nee. Was guckst du denn? Nee. Sag ich nicht. Ich sag nicht, wen ich gucke. Aber du hast so einen YouTuber, den du immer guckst, wenn der spielt oder sie. Kein Kommentar. Assassin's Creed Sticker. Krasse Teile. Und was ist denn das? Assassin's Creed Wow. Guck mal. Das ist eine Kette. Kette oder irgendwas. Für irgendwas wird es gut sein. Mhm. Okay? Voll gut. Hallo? Wollt ihr mal, magst du das dritte auspacken? Kannst du das auspacken? Ja, wir haben hier noch so Wundertüten. Von Game of Thrones. Sag gerne auch. Ja. Was ist das denn? Das ist ja enttäuschend. Was ist das? Ich sehe gar nichts. Das ist ein wenig Loch drin. Oh nee, das war eine... Und da, jetzt geht's los. Ah, jetzt war's Spaß. Oh, wir haben Sticker. Und? Jon Snow, ist der jetzt eigentlich tot oder nicht? Ich glaube, der lebt also in der nächsten... Bitte Leute, ihr müsst jetzt mal hier beim Thema bleiben gerade. Spoilern. Ist da noch was drauf? Was ist das? Sehr schön. Wie lange musst du denn noch aushalten? Och, also heute sind es nur noch 4 Minuten, aber allerdings morgen ist noch ein ganzer Tag. Ja, und dein Messefazit? Grundsätzlich ist die Messe Leipzig immer großartig, super, super toll. Ich liebe einfach die Atmosphäre hier. Es ist nochmal ein bisschen persönlicher, nochmal ein bisschen offener. Man kommt noch mehr mit dem Publikum ins Gespräch. Man hat zwar nicht so viele Buchhandelstermine wie in Frankfurt, aber dafür hat man halt hier die Möglichkeit, auch mal mit dem Leser zu reden. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, weil wir halt sehr, sehr viel mit Buchhändlern reden und dann doch die Sichtweisen immer sehr, sehr unterschiedlich. Und was stand denn da so hoch im Kurs eigentlich bei den Lesern? Also ich freue mich ja jedes Jahr immer wieder, dass das Känguru so dermaßen gefragt ist. Also es ist jedes Jahr immer wieder, dass es große Fans von Känguru gibt, die offensichtlich immer noch nicht alle 3 Teile gelesen haben oder das Hörbuch gehört haben und immer noch danach fragen. Einfach toll, das ist ein richtiger Megaseller. Und ansonsten so von den neuen Büchern, wir hatten so ein paar Lehrer da, die sich wahnsinnig für Frau Freitag interessiert haben.
Wo ist denn der Regenbogen? Wenn wir schon keine Kostüme haben, dann wenigstens diverse hübsche Filter. Ist alle. Amy Snow ist alle. Amy Snow ist alle. Oh mein Gott. Ein normaler Mensch.